Dieser Helmut, ey, was für ein Kunde. Oh Leute, willkommen zurück zu Advance Wars 2. Die klassische Kampagne gerade angefangen, jetzt geht's erstmal weiter mit Grenzgeplänkel, yeah. Gleich mit Tami, nachdem Andy schon gut gemacht hat, ne? Jetzt, oh ey, Helmut. Black Hole nähert sich im Nebel. Kann Tami die Brücke erfolgreich halten? War jetzt schon Nebel? Hauptmann Helmut? Auch meine Startruppen wurden am anderen Ufer gesichtet. Das ist alles, was sie haben? Na dann Panzermarsch, Mann! Rollt sie platt wie Ameisen. Oder Blätter, oder was ist denn sonst noch ganz klein und schlapp und plattrollbar, hm? Orange Star Kommandanten? Was schmier ich mir aufs Brot? Wir werden nichts wissen, wie ihnen geschieht, Mann! Ist ja geil, ey, der Typ, ey. Aber gleich in der zweiten Mission Nebel. Alles, jetzt wird gleich angezogen hier, ne? Mission 2. Grenzgeplänkel. Wie der aussieht, ey. Aber ich wusste nicht, dass er so einen kleinen Bauch hat. Ich glaube, im Original war er einfach auch so ein richtiger Muskeltyp. Das ist krass einfach. So, ja. Frau Kommandantin, dieser Nebel ist nur schwer auszumachen. Doch feindliche Truppen wurden jenseits des Flusses gesichtet. Sicher? Hier draußen, wo es fast nichts zum Erobern gibt? Naja, wie lauten Ihre Befehle, Frau Kommandantin? Okay, alle herhören. Manövrieren, Manöver beenden und auf zum Angriff. So tief in Orange Star Territorium darf dem Feind nicht das kleinste Stückchen Land zufallen. Sehr gut erkannt, Tami. Das ist genau das taktische Vermögen, das ich von einer Spezialkräftekommandantin erwarte. Ach Nell, du bist hier? Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, ob du es bis nach Makroland geschafft hast. Na, selbstverständlich. Ich will die Kommandanten finden, die ins Orange Star Gebiet einfallen. Tami, kann ich dir diese Mission anvertrauen? Jawohl. Aber für hilfreiche Tipps wäre ich trotzdem durchaus dankbar. Selbstverständlich, Tami. Es ist mir immer eine Freude, mein Wissen weitergeben zu können. Soll ich dir das wirklich erläutern? Soll ich dir nochmal Kriegslimmel erläutern? Nee. Du bist wirklich immer bestens vorbereitet, Tami. Denk daran, Berge für besseren Ausblick zu nutzen und Wälder auf Verstecke gegnerischer Einheiten zu überprüfen. Aber die Seite switcht. Der Gegner nutzt also das Terrain als Versteck für seine Truppen. Aber du kannst das ebenfalls. Es ist taktisch oft ausgesprochen intelligent, sich im Gelände zu verbergen. Soll ich dir mehr zu Spähfahrzeugen und Raketenwerfern erläutern? Nee, Leute. Setze das Spielfahrzeug ein, um Gegner ausfindig zu machen, auf die dann der Raketenwerfer zielen kann. Du schaffst das schon, Tami. Zeigen wir Black Hole, dass man sich vor uns nicht verstecken kann. Verstanden, Frau Kommandantin. Mit unseren befehlshabenden Offizieren an unserer Seite bin ich zuversichtlich, dass wir siegen werden. Oh je. So, Spielfahrzeuge, ja? Da würde ich gerne vorschicken, aber ich sehe neue Arkeen. Ich glaube, ich kann erstmal. Warte mal, guck mal. Er würde ja im Wald parken. Die sind ja jenseits des Flusses, haben sie gesagt. Da sind wir, glaube ich, erstmal noch ein bisschen safe. Boah! Hier ist ja gleich so ein Typ fies. So fies, aber der kann uns ja nicht sehen, ne? Warte mal, der hat ja bloß eine ganz kleine Sichtreichweite, hatte er ja. So, Spielfahrzeug, können wir erstmal hier kurz. Ein Raketenwerfer, ja, wo steckt den denn hin? Liebst du mir den ja irgendwie ja, doch so ein bisschen vorabstellen oder so, dass der dann, wenn der hier losfährt, der wird ja hoffentlich irgendwo gegenfahren. Erstmal so, boop. Ich hoffe, der fährt denn da. Alter, voll fies. Aber okay, das ist natürlich gemein, was ich dir noch gesehen habe. Erstmal ein bisschen Schwäche. Feuer. Boops. Das ist ja krass. Ich dachte, ey, wisst ihr, da stimmt schon wieder unsere Informationen nicht. Die ist ja vorwiegend, ja, die sind jenseits des Flusses. Ach, scheiße, da ist doch einer. Hä? Jetzt sind da auch noch, wir sind nicht hier, sind nur zwei Raketenwerfer drin oder was? Klar. Und ich bin denn hier, weiß ich nicht. Was ist denn eigentlich Ihre zweite Gabe? Siegesmarsch. Alter, guck mal, wie lang die Leiste ist. Wie viel man da zerballern muss, bis sie voll ist. Aber sie ist mega krass. Erhöht Bewegungsradius von Fußtruppen um 2. Okay, das ist auch krass. Das ist auch, glaube ich, nicht normal. Ihre Feuerkraft auf plus 50. Alle Eroberungen dauern nur einen Zug. Erhöht Verteidigung plus 10. Ja, Leute, alle Eroberungen. Also selbst mit einer auf 1 runtergekloppten Fußtruppeneinheit kann ich das Hauptgebäude einnehmen. In einem Zug. Während die Special-Gabe läuft, ne? Das ist schon richtig krass. Das ist einfach krass. So, okay, jetzt habe ich doch schon wieder. Naja. Er sollte mich nicht so viel schwächen können mit seinem Vierer-Ding. Hauptmann Helmut? Hauptmann Helmut? So geil. Unsere Infanterie ist auf Orange Starschütte gestoßen. Was? Städte des Gegners? Erobern ist zwar öde, aber wissen kommt dadurch Geld in die Kassen. Okay, Einfallspinsel. Dann hört mal zu. Ab mit euch und klaut alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Verstanden? Wenn ihr Spatzenhöhle noch volle TP habt, könnt ihr so ein Ding in 2 Tagen einnehmen. Also los, Marsch! Ohne Kohle ist in diesem Krieg nichts zu holen. Oh, feier, ey, ohne Kohle. Ey, wie er gleich angreift.
Ich komme, jetzt hat er gleich Glück und tötet mich sofort, oder was? Bitte nicht übelst brachial. Oh, das ist ja fies, ey. Oh, oh. Okay, das geht aber noch. Das geht noch. Boom. Ich habe ja ein rotes Gebäude habe ich ja zum Erheilen, ne? So. Ich will natürlich hier schon mal den hier abballern. Feuer frei. Vor dem Abmarsch, ihr Kleinsäcke. So, dann, warte mal, schafft sie dir da klar? Ist ja, Alter, die ist ja so stark, ey. Ach, Tami, ey. Feuer vom Berg aus. So, dann trotzdem schön einnehmen. Gut. Geht ja trotzdem schön schnell, auch wenn wir nur so wenig haben. So, und zerstören. Ultra fies. So, ein bisschen weiter gucken. Hm? Hier ist aber schon irgendwas drin hier. Das ist richtig fies, so. Ach, Mann. Na, okay, gucken. Tag 2. Nettes Land, das ihr hier habt, Mann. Ich reiß es mir einfach unter den Nagel, okay? Hauptmann Helmut? Hauptmann Helmut, unsere Truppen sind auf jene von Orange getroffen. Was sind ihre Befehle? Echt? Also, ich sehe diese Suppe, ich sehe ja gar nichts in der Suppe hier. Aber falls ihr sie sehen könnt, na, dann ran an die Buletten. Mach sie fertig, verstanden? Und jetzt los! Ich stelle mir das vor, dass sie die ganze Zeit mega am Rumschreien ist, einfach. Oh, weil jetzt kommen sie aber. Gut, dann könnte ich weiß nicht, ob er jetzt Fernangreifer hat. Dann könnt ihr echt mega bequem halt ihn hier hinstellen. Oder halt erstmal echt dicht machen. Und dann so ein bisschen mit dem Raketenwerfer natürlich immer noch nachfahren. Deswegen macht das mal. So. Im ersten Teil war es ja auch so, dass die jetzt hier die angeschlagenen mit Panzer, dass die irgendwie nicht abgehauen sind. Mal gucken. Da kommen natürlich noch viel mehr. Die wollen hier über den Fluss rüber. Das können sie vergessen. So, Speer bleibt mal hier. Zählt Oma hier hin. So. Oh yeah. So, ich glaube, ich werde echt sein Hauptquartier einnehmen wollen. Wobei, er hat jetzt weiter ein bisschen Fernkämpfer in der Nähe. Nee, okay, es sind. Ey, was ist denn mit ihm? Er wollte sein Glück probieren oder was? So, ich habe jetzt Angst gehabt, dass hier Fernkämpfer ist. Also, ich glaube, ich würde, bevor ich hier lange rumsuche in den Wäldern oder was, glaube ich echt sein Hauptquartier einnehmen. Ich sag erstmal hier schön. Tut. Au, je. Und abballern. Ich hoffe, hier ist jetzt keiner im Wald, weil den wäre richtig geil. Yeah! Zerstören und gleich unsichtbar werden. Schön verschwinden die Bussen. Hat keine Muni mehr. Und ich habe gar keine TTPs hier, die mich heilen können. Oh je. So. Na dann, einfach noch weiter vorne. Hm? Wer kommt denn da? Alles klar, ich pass auf. Tag 4. Oh, oh. Mir ist öde. Zeit, die Luschen einzustampfen. Wow. Oh, er hat gar nicht. Er hat die Gabe gar nicht gemacht. Ich dachte, er rastet jetzt komplett aus. Aber nee, das war ja okay. So, wir schleichen uns hier mal von Wald zu Wald und gucken immer. Das wäre der Speer, wäre ja richtig cool. Er wohl, naja, nicht so cool. Wie viel Schaden sie echt macht, ne? Weil sie halt so eine krasse Truppenanführerin ist. Aber nee, ich will hier nicht überstürzen. So, ernst, sie schickt ausschalten, dann ist sie auch gleich wieder voll geheilt hier. Alles cool. Boom. So, dann mach ich jetzt mal beide platt. Ich hab ein bisschen Angst, dass wir im Wald Ferneinheiten sind. Da hab ich echt ein bisschen Angst. Aber die würden mich ja nicht sehen. Die sehen mich doch nicht, oder? Sehen die mich? Quatsch. Und wenn, sollen die nur meinen Speer sehen? Vielleicht ist auch seine letzte Einheit schon. Kann mir aber echt nicht vorstellen. So. Destroyed. So, sieht doch alles schön aus hier. Hoffentlich war das kein Fehler. Bitte, das soll kein Fehler sein. Cool. War kein Fehler, Leute. So, ja, bevor ich jetzt hier irgendwie rumsuchen gehe, ich werde versuchen, hier schön im Wald. Okay, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Oh, doch, da ist ja was! Oh, hat mich anscheinend echt nicht gesehen. Verdammt. Okay, ich muss ganz schnell schwächen. So. Ich möchte nämlich schön einnehmen. Außer natürlich das hier ist wirklich die letzte Einheit. Das kann ja alles sein. So, obwohl ist hier in den Wäldern irgendwas. Ich gehe mir auch schön nach vorne jetzt. Es reicht. So, ich krieg auf jeden Fall nicht down. Müllschrott, verdammt da! War das jetzt etwa? Oder was? Was ist jetzt etwa? Jo, macht einfach nichts. Hat ein echt Artillerie so eine geringe Sichtweite, dass er mich hier nicht sieht? Ja, kann schon sein, ne? Das ist ja verrückt. So, okay, dann, jo, erstmal. Tschüss, ne? War das ja der letzte Einheit? Und tschüss.
nicht schlecht, die Damen. Du bist ein Kommandant von Black Hole? Du schaust mir aus wie ein ungewöhnlicher Straßenschläger. Ich wüsste ja gerne, wer wirklich... Bla bla bla, hältst du mal die Klappe? Hey, warte doch mal. Hey, stopp! Ich wollte doch nur... Einfach abgehauen. Er ist entkommen. Schlimmer noch, er ist entsetzlich ungehobelt. Oh, der Kerl macht mich echt wütend. Und dabei habe ich ihn gerade erst getroffen. Mach das Beste aus dieser Energie, Tami. Wir haben wirklich Glück, dich auf unserer Seite zu haben. Yeah, Leute, Mission abgeschlossen. Triumph für Tami. Übelster Rang S-Triumph. Yeah. Cool, ich glaube, dann schaffen wir noch eine Mission. Die ist bestimmt mit Max denn. Quasi seine einleitende Tutorial-Mission. So, okay. Grenzgeplänkel. Das war übelst leicht. Ja, aber es fängt ja nur leicht an, Leute. Es fängt ja nur leicht an. So, Kommandant Helmut. Sehr schön. Auftritt Orange. Genau, gegen Max. Okay, raubeigene. Was? Hat raubeigene Rivalen auf zwei Seiten eines Ozeans. Hier fliegen Blei und Beleidigungen. Oh! Blei und Beleidigung fliegen durch die Gegend? Hey, ihr armen Stahlkanalien! Könnt ihr mich hören? Hallo! Hauptmann Helmut? Hauptmann Helmut, machen Sie sich so lächerlich. Wir hätten auch ein Mikrofon da. Mikro, wa? War viel zu kompliziert. Hey, jemand von Armenstahl zu Hause? Oder habt ihr euch vor mir verkrochen? Was soll der Krach, Kumpel? Suchst du deine Mama oder was? Alter, jetzt die beiden Muckiberge, jetzt rasten sie komplett aus. Ha, da schau mal einer an. Ein Büffel, der spricht. Das sagt der Richtige. Oh Gott, ey, das ist so lustig, die Beine. Was war denn gerade, wenn jemand ein Rindvieh ist, dann bist das ja wohl du Neandertaler. No. Ich bin kein Neander-Dings da. Ich bin Helmut. Helmut? Also ich habe da den Eindruck, du bist weder besonders helle, noch besonders mutig. Und hör zu, Quadratschädel. Ich bin Max. Und jetzt rück mal mit der Sprache raus und sag mir, was ihr in unserem Land verloren habt. Eurem Land? Owenstein gehört jetzt der Armee von Black Hole. Und wenn du ein Problem damit hast, mach ich dich platt wie eine Flunder. Von mir aus kann's losgehen. Hast ein Büffel jetzt eine Flunder? Entscheid dich mal. In der Zwischenzeit werde ich mit dir das Schlachtfeld aufwischen. Let's go. So, das dürfte auch eine richtige No-Brain-Mission eigentlich sein. Dürfte nicht viel schief gehen können. Mission 3. Auftritt Orange. Ja, mit seinen Händen richtig creepy irgendwie so. Als ob er gleich irgendjemanden packen will. Und dann so einen Wrestling-Move machen will. Oh. Na, guck mal, wie viele Panzer er hat. Dieser Dämmlack. Denkt er kann hier einfach aufrauschen und hier und was? Max, beruhige dich doch. Mensch. Wer den Kopf verliert, verliert auch den Kampf. Das habe ich dir doch immer wieder gesagt. Weißt du noch? Schon, aber es ist einfach... Das... Mann, guck ihn dir an. Bleib ruhig. Setz deinen Verstand ein und dann vertreiben wir diese Eindringlinge von unseren Grenzen. In Ordnung? Ja, alles Roger, los geht's. Nun, Max, ich weiß ja, du bist recht kriegserfahren, aber wenn du ihre Handhabung nicht mehr gewohnt bist, können die Helikopter dir Schwierigkeiten bereiten. Ach, die Mike, Ferdi. Du hast Helikopter eingesetzt? Das ist eigentlich tatsächlich schon etwas länger her, dass ich Flugeinheiten befehligt habe. Am nächsten habe ich einen Kampfpanzer. Der ist riesig groß und extrem geil. Was braucht man da mehr? Na, Kampfpanzer sind nützlich, da stimme ich dir ja zu. Und in der harten Welt der Angriffe aus nächster Nähe bist du nahezu unschlagbar. Doch bedenke bitte eins, Helikopter würden dir Vorteile verschaffen. Soll ich die Helikopter mal erklären? Na, ihr wisst doch schon Bescheid, Mann. Aber mit so einem Helikopter kannst du richtig schön die hier oben die Brücke blockieren. Und dann kann man schön mit Ferneingriffen einballern und sowas alles. Ach, das ist doch dein Ding. Wenn es ums Schießen geht, sind Lufteinheiten genauso gut wie Bodeneinheiten. Hauptsache direktes Feuer, daran nehme ich es mir mit jedem auf. Ich glaube, ich habe alles verstanden. Fernangriffe, das ist eine andere Sache. Da komme ich einfach nicht mit. Aber wer braucht das schon? Habe ich recht? Aha. Es stimmt, dass deine besonderen Fähigkeiten diese Schwäche gelegentlich wettmachen. Daher verstehe ich deine Zuversicht. Doch übernimm dich bitte nicht. Soll ich dir das wirklich erläutern? Soll ich dir nicht wirklich nochmal ein bisschen und Flak... Nein, Mann. Die Flak holt die Flieger vom Himmel. Ich sag dir, dass ich keine Fernkampftruppen brauche. Dieser Typ mache ich 0,6 platt. Aber Max, Misseinheiten sind sehr mächtig. Da solltest du sie nicht ignorieren. Auch wenn deine Reichweite eingeschränkt ist. Dachte eigentlich, das Thema wäre abgeschlossen. Aber das schaffen wir schon, Max. Halte B gedrückt, um während sich der Zeiger über deine Einheit befindet, um die Reichweite zu checken. In deinem Fall ist die Reichweite recht bescheiden. Daher ist es besonders wichtig, sich ein Bild davon zu machen. Oh. Ich hab's ja verstanden. Du musst mich nicht immer daran erinnern. Aber ja, ich geb's zu. Seine Schwachstellen zu kennen, das ist schon wichtig.
Na nu, Max, du bist ja wirklich wieder, hast ja wirklich viel dazugelernt. Ich hätte niemals gedacht, diese Worte von dir zu hören. Ja, hey, wird Zeit, diesen Schurken es zu zeigen, dass sie sich das falsche Land für eine Invasion ausgesucht haben. Let's go. So, ja, wir machen erstmal seinen Helikopter komplett platt. Da kann er Eis gegen machen. So, den natürlich, der ist genau in Reichweite der beiden Helikopter, aber da der hier auf einem anderen Land ist, greift man den natürlich an und weg. Richtig easy, Mann. So, der steht richtig da für das Flakgeschütz. Weg. Scheiße. So, und der dritte Helikopter ist auch weg. Weil, okay, nicht ganz weg, aber schon übelst heftig angegriffen. Boah. So, der kann jetzt ja nicht mehr zu gebrauchen. So, dann fliege ich mal hier so ein bisschen rum. Hol schon mal meinen dicken Panzer oder meine ganzen Panzer so ein bisschen nach vorne. Muss mir genau überlegen, wie ich das mache, weil an sich brauche ich wirklich meinen eigenen Helikopter, um mir immer so ein bisschen zu schwächen. Ich merke gerade, ich habe gar keine anderen Ferneinheiten. Leider. So, ich weiß jetzt nicht, mache ich jetzt hier. Ich weiß ja noch, dass es später gibt es halt unbedingt müssen wir Geheimmissionen freischalten, indem wir Gebäude einnehmen. Also das war, glaube ich, bei dem ersten war das, glaube ich, richtig offensichtlich, dass ich es gar nicht verpassen kann. Deswegen fliege ich einfach mal hui, hier so lang und hoffe, dass ein Helikopter meinen Transportheli angreift. Also, dieser Max, der erinnert mich irgendwie an mich irgendwie. Aber er ist natürlich ziemlich schlapp und sieht auch nicht so doll aus im Gesicht. Voll schlapp. Wird so viel Spaß dabei haben, ihn fertig zu machen. Geil. Wie seine Gabe schon fast voll ist. Okay, sehr schön, das hat geklappt. Ja, kein Schaden gemacht, dann doch. Okay, ein. So, eieieiei. So, jetzt müssen wir halt echt hier gucken, dass wir den Helikopter ja halt hier hinstellen. Weil guck mal, da können wir richtig schön viel angreifen. Und wir haben nichts zu befürchten. So, ich will aber nicht, dass er mich von allen Seiten angreift. Das ist mal richtig schön hier. So, dahin, alles klar. So, da wird das Thema eingenommen. So, ich kann ja mit einem so einem kleinen Panzer, kann ich ja mal ruhig den. Oh, kann ich auch nicht zerstören. Fies! Warum, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr, das Ding? Keine Flugeinheiten mehr. So, komm, ich will das mal schnell. Warte, der geht nicht kaputt. Okay, brauche ich vielleicht zwei Angriffe. Der Helikopter. Okay, alles klar, sehr gut. So, da muss ich jetzt echt erstmal schauen. Die bleiben jetzt erstmal alle im Hintergrund stehen, bis der Helikopter irgendwie die halt alle geschwächt hat. Ja, das ist, ne, nicht wahr? Ja, ist halt so. Müssen wir mal gucken. Oh oh. Aber er setzt halt seine Gabe nicht ein. So, das kann jetzt dauern, weil wir haben nur einen Helikopter. Voll schade. Trotzdem erstmal erobern. So, Angriff. Guck mal, immer schön die Hälfte. Okay, vielleicht soll ich den noch. Ich hätte ihn vielleicht. Weil steht er ja im Wald. Ich hätte ihn vielleicht ein bisschen wegfliegen müssen, damit er hier auf der Brücke dann ist. Ja, vielleicht mach ich den auch nochmal. Mal gucken. So, Flak ist natürlich auch cool. Für die Menscheneinheiten da, die er hat. Vielleicht kann man auch mal so ein bisschen immer wechseln oder so. Mal gucken. Oh shit, ey, die Gabe. Aber er setzt sie halt echt nicht ein. Er hat keinen Bock. Er will sie nicht einsetzen. Erstmal hier. Au je. So, können wir es mal schön wieder heilen. Das hat natürlich ein bisschen Angst, ey. Okay, ich mach erstmal den Down. Weil wenn so ein Kampfpanzer. Naja, wohl. Nee. Er wird nichts machen können. Aber mir geht auch bald die Munition alle. Aber wenn ich irgendwann so weit bin, dann fahre ich vor, Leute. Dann macht euch keine Sorgen, dann wird vorgefahren. Aber zwei Kampfpanzer, ey. Aber war nicht Maxo ja so krass, dass er einen Kampfpanzer richtig platt machen kann? Ist öde. Zeit, die Luschen einzustampfen. Dann setzt er mal seine Gabe ein. Der setzt sie irgendwie an ihn ein. Der hat keine Lust. So, da der ihn sparen kann, komm, ich flieg mal trotzdem zurück. Ey, oder flieg einfach, nimm seinen Hauptquartier hier ein. Könnte schwierig werden. Könnte äußerst schwierig werden. So, was soll ich jetzt mal machen? Irgendwie, ich probier mal was aus. Obwohl, nee, der Weg ist zu riskant, Leute. Ist zu riskant. Ich habe hier was zum Heilen. Ihr könnt auch nochmal mich zurückziehen und so weiter. Nee, nee, erstmal alles schwächen. Schwächen. Bis der Helikopter selber voll schwach ist, ey. Ach, Mann. So, let's go. Er setzt seine Gabe nicht ein. Er will ihn nicht einsetzen. Er hat keine Lust. Das könnte ihr vielleicht noch gleich mal den Wald für mich nutzen. Nur vielleicht, oder den Wald vielleicht, hm? So, wie viel würde ich denn ausrasten hier? Oh! Okay, oder ich warte noch mal einmal, bis ich meine Gabe voll habe. Weil dann kann ich auf jeden Fall den Weg richtig ausflippen. Oh shit. Ah! Nein, gar nicht gut. Gar nicht gut. Leider nicht. Okay. So, Gabe ist immer noch nicht voll. Was soll denn das? So, schon ausgeladen.
Ja, jetzt mach ich auch nicht mehr so viel Schaden, aber ey, immer ein bisschen Schwächen. So, ich will aber eigentlich... Ne, Max, deine Gabe ist voll! Ich will aber eigentlich nicht, dass deine Einheit von mir kaputt macht. Jetzt ist meine Munition eh alle. Gabe ist voll, ach Max, ey. Bitte? Also ich finde ja nicht, dass sie voll aussieht. Na, das liegt daran, dass es noch eine zweite Kraftstufe gibt. Es ist unverzeihlich, jetzt ist verzeihlich, dass du darüber nichts weißt. Es handelt sich um eine völlig neue Entwicklung. Genau genommen hat deine Gabenanzeige zwei Stufen. Die normale Gabe und die Special-Gabe, die sogar noch krasser ist. Die Spezialgabe ist die stärkste Technik, die du einsetzen kannst. Doch es dauert etwas, bis sie aufgeladen ist. Du hast also die Wahl. Du kannst deine normale Gabe jetzt einsetzen oder abwarten, bis deine Special-Gabe voll ist. Der strategische Einsatz von Gaben kann für den Ausgang der Schlacht entscheidend sein. Setze sie also mit Bedacht ein. Hier, yeah, alles klar, zeigen wir, wo der Hammer hängt. Ich muss mal kurz noch mir von Max die zweite Gabe zeigen. Max maximal. Die Feuerkraft plus 40, die Direktangriffe. Bewegung plus 2 und Verteidigung plus 10. Ey, das ist schon krass. Das ist schon echt übel. So, ja, okay, ich kann nichts machen. Ich werde jetzt aber gleich rastig aus. So, oh, weia! Also wird er auch ausrasten. Ja, wie krass Helikopter sind, oder? So, kann ich immer noch nicht? Nee, der würde mich immer komplett angreifen, denn ich nehme erstmal ein. So, okay, Gabel und let's go. Wer nicht fliehen will, muss fühlen. Oh, yeah! Maximum! Maximum, so, aber dann wird leider gleich auch Helmut richtig ausrasten mit seinem Brachialschlag. Dann das wird, glaube ich, sehr heftig. Okay, deswegen muss ich jetzt so gut wie möglich hier durchballern. So, den müsste ich down kriegen. Ja, ich hoffe. Und dann fahre ich mit den anderen Ona durch. Flak und so weiter alles. Oh, yeah! So, sehr schön. Ja, warte mal, wo kommt denn, könnte der denn hier irgendwie... Ach, nee. Ja, der würde Flak aber zerstören. Den will ich eigentlich nicht. Alter, wie stark das einfach. Das ist einfach so stark. Ich fahre mal den hier von jetzt nach hinten nach vorne. Ausgelöscht, ey. So, ja, wenn er jetzt den angreift, das wird mit Brachialschlag. Also, außer ich habe wirklich vielleicht Glück. Na, aber ansonsten, ja, sind wir da nicht drunter durch. Ja, jetzt mal gucken, ey. Verdammter Mist. Oh. Plätten statt Plan. Oh nein. Oh weia, ey. Oh nein, das wird übel. Ah! Jetzt einfach, hat einfach Pech und ich überlebe voll. Boah, kommt da jemand? Oh mein Gott. Wie er einfach wirklich Pech hatte. Obwohl, jetzt pass auf, jetzt schafft die Einheit mich platt zu machen. Das wäre so witzig. Nee, okay. Okay. Ja, sorry, Helmut. Das tut mir jetzt nur leid, ne? Richtig dumm. Ja, so war richtig so ein komischer Glückscharakter einfach. Und da geht Sinn. Na, okay, so, jetzt mehr die schöne Menschheit down. Oh yeah. So, der hat seine Gabe aktiv. Na, der wird dadurch ein bisschen verteidigungsmäßig gut zurückschlagen können. Ja, okay, aber gut. Das klappt schon. So, behalte ich mal einfach so für den Fall. Aber ansonsten. Down kriegen nicht. Aber trotzdem weiter schwächen. So, ist gut. Alles klar, Leute, das haben wir geschafft. So, gucken, was sich jetzt selber aus dem Spiel nimmt. Natürlich nicht, Leute. So verrückt ist selbst Helmut nicht. Auch wenn man manchmal vermuten könnte. So, alles klar, Leute. Das war's. Coole Mission. Das haben wir schon mit allen drei Kommandanten gezeigt, zu was Owenstein in der Lage ist. Mit den schönen Special-Gaben. Wie gefällt dir das, du, Neandertaler? Ich sagte doch, leg dich nicht mit mir an. Puh. Arm drücken jetzt. Wie, puh. Das ist alles, was dir einfällt. Ich sag doch, Neandertaler. Das war nur ein Test, Mann. Nächstes Mal geht's zur Sache. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Komm ruhig, Helmut. Ich bin bereit für alles, egal ob Tag oder Nacht. Quatsch du nur, Max. Maximal Trottel. Ja, super. Das hat mich jetzt voll getroffen. Jetzt kannst du große Sprüche klopfen, klar. Aber das vergeht dir noch, wenn ich mal richtig zur Sache komme. Also bis dann. Tschüss, Mann. Mann. Halt, warte, du Schrumpfhirn. Oh, er ist getürmt. Black Hole. Gemeines Gesindel. Jeder einzelne von ihnen. Du sagst es. Verdammt mich, ey. Ah. Helmut, wie? Eher Helmut nichts drunter. Helmut nichts drunter? Ernsthaft? Hä, wieso nur Rang A? Ich war doch so unglaublich fest.
Ich hab nur, weil ich auf meine Gabe gewartet habe. Toll. Okay, Leute. Schade, schade. Aber ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Das war der heutige Part. Helmut. Dim, 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 dim. Der ist kein Problem. Aber wie das der so ein Pech hat, ey. Das hat die Special-Gabe voll. Ey, schon gehört, ich hatte tolle Mucke im Angebot. Geil. Dankeschön, Hachi. Ja, jetzt fühlt sich auch der Laden wieder durch die zweite Kampagne immer mehr auf. Oh, schön eingefärbt. Yeah. Din, 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 din. So, flupp. Oh, flupp. Was zum? Leute, drei Missionen. So, wir machen natürlich eh alle. Hier wird dann die letzte Mission sein, die man auch irgendwann einfach schon freispielt. Man muss nicht alle Missionen machen, wenn man nicht möchte. Ja, man kann immer bloß die letzte machen. Aber hier ist halt eine Bonusmission. Oder eins von beiden, dann müssen wir uns alles noch holen. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.